Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich mache heute mal was ich eigentlich eher seltener mache. Aber ihr wisst, ich bin gerade in Urlaub mit Hupsi und uns hat es an die Ostsee verschlagen. Und hinter mir seht ihr gerade einen Parkplatz. Das ist der Anreiseparkplatz von einem Campingplatz. Es ist, wie gesagt, 17:45, also ist alles noch ruhig und ich nutze die Gelegenheit hier, wie gesagt, euch den Campingplatz vorzustellen. Es handelt sich hier um den Rosenfelder Campingplatz am Rosenfelder Strand. Die Tafel ist jetzt ein bisschen angelaufen, aber ich denke, man kann es gut sehen. Ja. Das hier ist schon das Anmeldegebäude. Das sind 3 oder 4 Schalter sogar, wo ich den ganzen Ansturm aufnehmen kann. Wir hier waren zum Anmelden, also das Personal sehr freundlich und hilfsbereit. Das hat uns schon mal ganz gefreut und abgeholt. Wir waren eine halbe Stunde zu früh, weil die Stranke über Mittag erst um 3 Uhr wieder aufmacht. Und dann haben wir, wie gesagt, da hinten unser Hupsi geparkt und haben gewartet, bis wir rein konnten. Zum Reinfahren bekommt man dann eine Schrankenkarte, die man hier vorzeigen kann an dem Ding und dann geht die Schranke auf. Warum begeistert uns der Campingplatz so? Weil er wirklich ein Top-Campingplatz ist. Er hat auch verschiedene Auszeichnungen, haben wir gesehen. Und er hat auch alles, was das Herz so begehrt. Da ist zum Beispiel ein kleiner Supermarkt mit einem Café drin. Hier. Morgens sind halt noch, ist die Tierwelt noch unterwegs. Guckt euch den an hier, den kleinen Lümmelmann. Der holt auch sein Frühstück. Ja, wie gesagt, in dem Supermarkt kriegt ihr frische Brötchen. Da kriegt ihr Fleisch, da kriegt ihr Campingzubehör, wenn ihr braucht, Gas braucht. Da habe ich auch mein erstes Fischbrötchen auf meinem Urlaubstrip gegessen. Das war sehr lecker. Ja, und jetzt gehen wir mal hier weiter rum. Ich sehe schon, im Supermarkt wird schon gearbeitet. Werden schon die Brötchen gebacken. Du kannst dir hier Fahrräder leihen. Für die Kinder gibt es Kettgas zu leihen. Und ich muss feststellen, hier sind jede Menge kleine Lümmelmänner unterwegs morgens. Das ist mir tagsüber noch nie so aufgefallen, aber heute Morgen sehe ich schon bestimmt die 3., 4. Ja, und das sind solche Stellplätze für Wohnmobile. Die sind sehr groß. Was heißt groß? Standardmäßig. Hier, ich glaube, der Stellplatz ist für Wohnmobile über 6 Meter. Kannst überall Strom holen. Den gibt es mit Strom. Und hier drüben ist noch Wasser dabei, wenn du brauchst. Und Abwasser. Wir sind jetzt in der Zone für Wohnmobile. Nebendran gibt es die Zone für Wohnwagen. Das ist ein bisschen getrennt, was ich gut finde. Und hier ist, das finde ich auch super, ein schöner großer
Platz, ein Ablassplatz fürs Grauwasser und auch eine Entleerung für deine WC-Kassette. Also hier musst du dich nicht rumquälen, bis du das Wasser abgelassen hast, sondern hier fährst du her, machst den Hahn offen, lässt es einlaufen, dann ist gut. Und hast wirklich viel Rangierplatz. Jetzt kommen wir mal zum Deichhaus, das hier gibt. Das Deichhaus, ja. Ist eins, ich glaube von zwei, da gibt es noch eins im Waschhaus. Also da sind die Duschen drin, da sind die Toiletten drin und da ist die Spülküche drin. Auf der Rückseite kannst du auch nochmal deine WC-Kassetten tauschen, entleeren. Und im oberen Stockwerk kannst du nach Anmeldung dir eine Sauna gönnen, kannst dir eine Massage geben lassen, das musst du natürlich zusätzlich bezahlen, klar, und vorher anmelden. Wie gesagt, sehr sauber und geräumig. Wir selber waren noch gar nicht ganz auf dem kompletten Platz, wir haben uns nur hier rum aufgehalten, weil es echt super ist. Bei den Dauercampern waren wir noch nicht. Ich nehme an, dass da auch noch mal so ein Haus gibt. Da muss ich heute Mittag mal gucken gehen. Er ist halt auch sehr groß. Wir sind jetzt hier im September. Es ist, glaube ich, der 11. September oder sowas. Nachsaison. Da ist hier nicht mehr ganz so viel los. Und wir sind auch auf gut Glück hierher gefahren und haben auch wirklich noch genug Platz und haben auch einen schönen Platz bekommen, wo auch Hupsi steht. Dann gehen wir mal kurz ans Meer, das ist nämlich auch nicht weit. Dann zeige ich euch das noch. Links von mir sind die Dauercamper und wir machen uns jetzt mal auf ans Meer und da gibt es noch jede Menge, was wir hier auch ganz toll finden an Freizeitmöglichkeiten, findest du hier alles. Hier gibt es einen Volleyballplatz, einen Beachvolleyballplatz, einen Fußballplatz gibt es hier. Hüpfburg für Kinder, ein Waldspielplatz für Kinder. Da war ich gestern durchgelaufen, einfach herrlich. Jetzt muss ich dann nachher doch mal hier in das andere Gebäude gehen. Da war ich, wie gesagt, auch noch mit. Wir haben bloß unseren Bereich erkundet. Ja, und hier ist ein weiteres Gebäude dann. Da ist Animation und Kino drin und Kinderbeschäftigung. Auf der Rückseite ist nochmal eine Toilettenanlage drin. Auch hier kannst du wieder deine WC-Kassette spülen. Ja, und auf der anderen Seite ist ein Restaurant drin. Wir waren dort essen. Also Leute, ich kann euch sagen, es hat super geschmeckt und wir werden heute Abend zum Abschluss auch nochmal hingehen, weil wir morgen abreisen werden. Wir waren jetzt hier 3 Tage und es hat echt super geschmeckt. Ich habe eine Fischplatte gehabt. Silvia hat ein Schnitzel gehabt, ein spezielles Schnitzel. Die Portionen waren sehr groß. Wir wurden satt, mehr als genug und es hat super geschmeckt. Ja, es ist alles super. Hier muss man echt sagen, wir sind begeistert und deswegen mache ich auch dieses Video.
Wie gesagt, wir sind in der Nebensaison hier. In der Hauptsaison kann ich mir vorstellen, ist hier schon einiges los. Und da solltet ihr euch vorher einen Platz reservieren, denke ich. Aber hier im September, ja, da kann man das schon mal riskieren, so herzufahren. Es sind auch keine Ferien mehr oder so irgendwas. So. Jetzt guckt es euch an hier, der Himmel. Ja, und hier kommt mein Strand. So, hier ist die Badewiese, die Liegewiese mit Duschen. Da hinten seht ihr den Wald. Da ist der Spielplatz drin. Der ist komplett durchzogen. Ich blende euch noch ein paar Szenen ein. Da sind wir gestern durchgelaufen. Ja. Also echt herrlich. Und ja. Hört ihr das Rauschen von mir? Es ist herrlich. Ja, ist der Strand. Es ist kein reiner Sandstrand, es ist ein bisschen Kies dabei. Und ja, ich muss feststellen, das Meer ist ein bisschen gestiegen. Da hat man gestern mehr gesehen an angeschwemmten Tang. Aber es ist heute fast bedeckt. Und das geht ganz hinten raus. Da hinten ist extra noch ein Hundestrand, also wo Hunde hin dürfen, hier dürfen keine Hunde hin. Im Übrigen sind hier aber Hunde erlaubt. Und daher gibt es auch spezielle Stellplätze für Camper mit Hunden. Ich war gestern drin im Wasser, also Leute, im Wasser war es nicht so kalt wie draußen. Und heute habe ich vor, das Ganze mal im Packraft zu probieren. Es ist hier auch noch nicht besonders tief, man kann schon ziemlich weit rein, so 20 Meter, und es kann immer noch gut stehen. Da hinten am Horizont sehe ich ein Schiff, ich weiß nicht, ob man es im Video sieht. Hier draußen ankert ein Bootchen, also es ist herrlich. So, jetzt gehe ich mal, muss ich doch mal gucken. Hier auf dem Dauercamping, auf den Dauerstellplätzen, ob da auch noch ein weiteres Bootshaus war. Ja, auch hier gibt es wieder Stellplätze. Ich nehme an, dass das auch für Wohnmobile ist. Keine Ahnung. Wie gesagt, hier war ich selber noch gar nicht. Ich erkunde das jetzt mit euch zum ersten Mal. Ja, ich sehe, hier gibt es noch ein Sommerhaus, ein Möwenhaus, einen Spielplatz. Weiter hinten haben wir ein Landhaus, wo auch nochmal WC und Dusche drin sind. Ja, nochmal ein Spielplatz. Und also wie gesagt, hier wird für jeden was geboten. Ich finde es echt super. Gefällt mir sehr gut, weil es halt auch für Familien mit Kindern sehr gut geeignet ist, würde ich sagen, weil man die Kinder viel beschäftigen kann. Hier der nächste Hoppel. Hier, sie hupsen da quasi über die Füße, die Kanickel. Ja, hier ist nochmal das Sommerhaus, auch wieder Dusche und WC. Einfach schön hier. Hier gibt es auch einen Wertstoffhof direkt nebendran, da im Campingplatz integriert, wo du deinen Müll schön sortieren kannst. Das fand ich auch super. Bei den meisten Campingplätzen stehen irgendwelche Tonnen, die oftmals überfüllt sind und überlaufen. Die Flaschen stehen nebendran, die gelben Säcke nebendran.
Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also er ist sehr sauber. Und wie gesagt, dann preislich haben wir jetzt hier nicht mehr bezahlt wie auf den anderen Campingplätzen auf unserer Reise auch. Ja, deswegen, wenn ihr hier in der Nähe seid und einen Campingplatz sucht, wo ihr euch mal ein paar Tage entspannen wollt, dann kann ich euch den, oder können wir euch den wirklich nur empfehlen. Er hat von uns die volle Punktzahl bekommen in unserem Logbuch, das wir führen. Wir führen so ein Logbuch, wo alle Campingplätze, die wir mit Hupsi anfahren, bewertet werden. Und ich muss sagen, hier der Rosenfelder Strandcampingplatz ist die Nummer 1. Straight away. Die ganzen die Beschreibung, wo er genau liegt, findet ihr auf der Webseite. Den Link setze ich euch unten in die Beschreibung rein. Wie gesagt, wir sind an der Ostsee. Und ja, ich gehe jetzt noch zurück ans Meer. Bis gleich. Ja, das ist der Wertstoffhof. Das sieht hier so aus. Also wirklich groß und echt aufgeräumt und sauber. Das war mal ein bisschen anderes Video, wie das, was ihr von mir normal gewohnt seid. Aber ich habe ja angekündigt, dass ich ein bisschen was ändern werde auf meinem Kanal. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat und dass ihr mir treu bleibt. Wie gesagt, ob es vom Urlaub noch ein Video gibt, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Ich verabschiede mich mal. Macht's gut. Bis bald im Wald, im Fluss oder in Tübsi auf der Straße. Ciao. Thank you.